Guten Abend und willkommen. Das NS-Regime, Stalin, der Vietnamkrieg, Diät-Cola. Schreckliche Mahnmale der Geschichte, doch seit einigen Jahren treibt ein neues Schreckgespenst sein Unwesen. Der Terrorismus. Nicht nur der 11. September 2001 sollte uns im Gedächtnis bleiben, nein, auch Madrid und Indien sind Indikatoren für den weltweiten Terror. Da fragt man sich, wo diese Irren herkommen. Und es bleibt nur eine Antwort: Killerspiele. Hier werden Jugendliche, Väter, Geschäftsinhaber und anderes Gesindel mental auf einen Anschlag vorbereitet. Sie lernen am Computer das Zielen und keine Gnade zu haben. Online vereinigen sie sich zu Kampfgemeinschaften, kurz Clans, um gemeinsam ihre Angriffe auf unsere Demokratie vorzubereiten. Durch unterschwellige Parolen wie Fire in the Hole werden diese Schläfer kontinuierlich einer Gehirnwäsche unterzogen, denn rückwärts gesprochen ergibt es den arabischen Schlachtruf Eloch Etni Erif, übersetzt Tod den Ungläubigen. Immer mehr Schläfer trainieren in deutschen Stuben, Werner Fromm berichtet. Anfangs waren es wenige Terroristen, die sich mit Hilfe von Killerspielen auf ihre sogenannten Missionen vorbereiteten. Doch es werden immer mehr. Vor allem westliche Jugendliche, von ihrer Regierung enttäuscht und ohne Perspektive, sind schnell durch Computerspiele zu begeistern. Da wundert es keinen, dass Terroristen mit Spieleherstellern zusammenarbeiten, um unterschwellige Botschaften in den Spielen zu integrieren und den Kampf gegen die Ungläubigen trainieren zu können. In sogenannten Ligen rotten sich diese Staatsfeinde eine Bande von kriminellen Verfassungsfeinden zusammen, um gemeinsam ihren Tötungslevel zu steigern. Es werden stetig wachsende LAN-Partys veranstaltet, wobei LAN für Love After Nuke steht, also Lachen nach dem Bombenangriff. Diese wachsende Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Wenn du dabei Google Kinderficken eingibst, Alter, dann hast du ohne Ende Hits. Da musst du halt nur noch das Beste raus, um was du willst, ey. Scheiße, Kamera ist wieder hier. Killerspieler erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei Terrororganisationen, die mit Hilfe dieser Spiele ihren Nachwuchs rekrutieren. Dies konnten wir durch eingängige Studien belegen. Wir haben 12 Nutten, 7 Heroinabhängige und einige amerikanische Ureinwohner zu ihrer Meinung befragt. Und ein Medizinmann versicherte mir, dass die Spiele von den Terroristen sogar erfunden wurden und dass die Diät-Cola wirklich eklig sei. Und wenn das ein Medizinmann sagt, dann muss es ja stimmen.